Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Olbers Planetarium zu unserem Silvester-Special des Jahres 2020. Ein Jahr, was ja einige Besonderheiten mit sich bringt und unter anderem auch die, dass wir in diesem Jahr das Silvester-Special nicht wie gewohnt live veranstalten können oder hier mit euch gemeinsam im Planetarium euch erzählen können, wie ja das letzte Jahr aus astronomischer Sicht verlaufen ist, was auf uns zukommt und ja. Generell, was vielleicht auch die Vergangenheit Silvester ist, das können wir alles nicht in diesem Raum machen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir euch trotzdem willkommen heißen wollen, nämlich dieses Mal zu einem Online-Silvester-Special, zu diesem kleinen Video, was ihr mittlerweile schon gestartet habt. Und in diesem Video wollen wir genau dieselben Dinge tun. Wir werden ja zurückblicken auf das Jahr 2020, was es eben ja aus astronomischer Sicht zu bieten hatte, was das Jahr 2021, das jetzt bald folgen wird, zu bieten haben wird. Und wir haben uns überlegt, dass wir ja diese kleinen oder diesen Überblick auch damit mischen wollen, dass einige Mitarbeiter von uns ja kleine Dinge auch zeigen, die ihr vielleicht so auch noch nicht im Planetarium gesehen habt. Das heißt, wir werden euch zum Beispiel zeigen, was so hinter den Kulissen im Planetarium ja passiert und auch was vielleicht ja der ein oder andere Mitarbeiter bei uns im Planetarium sonst so macht oder mag. Genau, das alles kommt auf euch zu. Wir werden auch, wie gesagt, auf die Historie eingehen. Wir werden viele verschiedene Dinge machen. Und jetzt starten wir erst einmal hier bei uns, genau, im Planetarium selbst. Denn ihr kennt das bis jetzt ja aus den Zuschauerrängen ganz gut. Aber eine Sache kennt ihr noch nicht so gut. Denn das ist, was eigentlich wir Vorführer so sehen. Denn mein Name ist Christian, ich bin einer der Vorführer hier im Planetarium und ich sehe natürlich oder während der Shows deutlich andere Dinge als ihr. Eine Sache, die wir euch auf jeden Fall zeigen wollten, ist, ja, wie eigentlich eine Show bei uns für den Vorführer selbst aussieht, worauf man als Vorführer achten möchte und wie man eigentlich es hinbekommt, bei diesen ganzen Knöpfen den Überblick zu wahren. Um ehrlich zu sein, sind das ja nicht nur ziemlich viele Knöpfe, sondern die meisten sogar für den normalen Ablauf überflüssig. Denn wir wollen euch jetzt einmal zeigen, was man so normalerweise braucht. Und die verschiedenen Himmelskörper können wir dafür zum Beispiel ja einzeln ansteuern. Und einen Himmelskörper kann ich schon mal anmachen, denn wir wollen gleich, ja, so gesehen, einmal eine kleine Show oder zumindest einen Sonnenuntergang und den darauf folgenden Sternenhimmel einmal kurz gemeinsam durchleben. Und dafür habe ich jetzt schon einmal die Sonne angemacht. Und dann habe ich hier noch einige Regler. Das sind eigentlich schon die beiden wichtigsten, oder ja, das ist zumindest der wichtigste Schalter oder Drehregler hier bei uns im Planetarium. Denn wenn ich anfange, den zu drehen, dann ja, bewegt sich der ganze Himmel, denn der Projektor, unser ZKP2, wie er offiziell heißt, das ist ein Projektor aus dem Jahr 1979, funktioniert aber noch wunderbar, wurde auch zwischendurch immer wieder aufgerüstet. Aber das ist unser Projektor hier im Planetarium und der fängt an, sich zu drehen und damit setzt sich auch die Sonne in Bewegung. Und schließlich, wenn sie untergegangen ist, wird es hier bei uns im Planetarium automatisch langsam dunkler. Genau, wenn die Sonne sich dem Horizont nähert, wird es so langsam dunkel im Planetarium. Das passiert alles automatisch. Aber dafür bin ich dann verantwortlich, kann ich dann so langsam, wenn sie wirklich unter dem Horizont gewandert ist, die Sterne anmachen. Über diesen Knopf natürlich auch den Mond und auch die ersten Planeten über diese beiden Knöpfe kann man dann hier bei uns am Planetariumshimmel beobachten. Dafür kann ich dann auch die Drehung stoppen lassen, denn sonst würde sich der Sternenhimmel durchgehend bewegen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Wenn es dann aber dunkler geworden ist und die Augen der Zuschauer empfänglicher für auch dunklere Sachen geworden sind, dann ja, sieht man auch schon die Milchstraße im Himmel, die ich über diesen Regler heller oder dunkler machen kann. Und ich kann über einen anderen Knopf ja eine kleine Besonderheit hier bei uns im Planetarium anmachen. Denn über diesen Knopf können, wenn ich den drücke, ganz viele kleine Sternsteuer hinbekommen. Und wenn ich das gut timen kann, dann kommen kleine einzelne Sternsteuer, zu denen man sich schön etwas wünschen kann. Genau, das sind eigentlich die wichtigsten Knöpfe während der Veranstaltung. Es gibt noch viele weitere, wie ihr eben schon gesehen habt, aber die meisten brauche ich in der normalen Veranstaltung eigentlich nicht.
So, nachdem wir euch gerade einmal gezeigt haben, wie das bei uns im Planetarium eigentlich ja, für uns Vorführer selbst aussieht, wollen wir euch nun einmal zeigen, was sonst noch so behind the scenes im Planetarium los ist. Und jetzt seid ihr deswegen bei uns ja, im Büro, eigentlich im privatesten Raum oder im öffentlichsten Raum für uns selbst. Und ihr seht, ja, wir leben eigentlich ganz entspannt. Wir haben natürlich auch eine Kaffeemaschine, falls man Durst hat oder auch ja, kleine Notfallrationen auf dem Tisch. Und ja, man kann gut sehen, liegen einige Dinge rum, an denen wir gerade arbeiten. Hinter euch sind auch die Computer, an denen wir die meiste Zeit verbringen. In den Schränken rechts neben mir, links für euch wahrscheinlich, sind die technischen, astronomischen Dinge gelagert. Und ja, da, diesen Raum kennt ihr vielleicht aber auch schon, wenn ihr einmal ins Planetarium gegangen seid und die Tür leicht offen stand. Dann konntet ihr schon mal einen Blick in das Büro hineinwerfen. Den kommenden Raum kennt ihr wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit aber noch nicht. Denn nun geht es ja in den Bereich, wo man das Planetarium an selbst, die Kuppel an sich, von hinten sehen kann. Also quasi in den Technikflur von uns. Kommt mir gerne nach. Ja, jetzt sind wir hier in dem ja, Gang oder in dem Flur hinterm Planetarium selbst. Ihr seht oder habt gerade gesehen, die Kuppel des Planetariums, wie sie von außen gehalten wird oder mal gehalten wurde, als das Beton noch nicht fest war. Und ihr seht, ja, hier sind unsere Computer, über die Programme laufen. Dieser Bildschirm zeigt zum Beispiel alles an, was dann auch im Planetarium über die Beamer zu sehen ist. Ja, und sonst seht ihr noch viele weitere Dinge. Zum Beispiel hinten sind unsere Kühlsysteme, die nicht nur im Sommer das Planetarium schon kühl halten, sondern jetzt auch in Corona-Zeiten das Planetarium konstant und permanent mit Frischluft versorgt haben. Und dafür sind eigentlich, oder alle technischen Dinge sind hier in dem Flur. Die richtig technischen Dinge sind hier im Flur gelagert. Und ja, das meiste dürfen auch wir nicht anfassen, da ist ein anderer für verantwortlich. Wir hoffen, euch hat der Einblick hinter die Kulissen des Olbers Planetariums gefallen. Ihr konntet mal einen etwas anderen Eindruck von uns bekommen, etwas andere Dinge bei uns beobachten, aber ich würde noch dranbleiben. Ich würde noch nicht wegschalten vom Silvester Special, denn es kommen noch einige weitere Beiträge der Mitarbeitenden des Planetariums auf euch zu. So als nächstes erstmal der Jahresrückblick auf das Jahr 2020 von Sandra Vogel und danach die Jahresvorschau auf das Jahr 2021 vom Planetariumsleiter Andreas Vogel. Und ich, auch da würde ich noch länger dranbleiben, denn es wird am Ende auch nochmal behandelt, wie man vielleicht zweimal Silvester innerhalb eines Jahres feiern könnte. Wie das funktionieren könnte, wird euch beantwortet. Deswegen gerne dranbleiben und viel Spaß jetzt erstmal. Herzlich willkommen im diesjährigen Jahresrückblick des astronomischen Jahr 2020. Leider nicht unter der Kuppel, aber dafür über diesem Wege. In diesem Jahr ging der Physik-Nobelpreis an drei Astronomen. Einmal Roger Penrose, der die schwarzen Löcher mit der allgemeinen Relativitätstheorie vereinbart hat. Und Andrea Goetz und Reinhard Genzel, die haben das supermassive schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße nachgewiesen. Der letzte bemannte Start vom amerikanischen Grund fand 2009 mit einem Space Shuttle statt. Nach diesem Start mussten die Amerikaner bei den Russen anheuern, um überhaupt noch zur ISS zu gelangen. Im Juli diesen Jahres startete eine SpaceX-Rakete mit diesen beiden Herren hier an Bord. Nach 19 Stunden Flug dockten sie erfolgreich bei der ISS an. Die Kapsel, die nennt man Dragon und Erfinder dahinter ist Elon Musk. Also wir dürfen sehr gespannt sein, was noch so alles passiert. Im Juli wurden gleich drei Missionen zum Mars geschickt. China schickte einen Dreierpack los, nämlich einen Rover, ein Landegerät und ein Orbiter. Die Vereinigten Arabischen Emirate schickten einen Orbiter erstmalig los, der das Wetter untersuchen soll. Und die USA schickten einen Rover, ähnlich wie Curiosity, los, der nach Leben suchen soll. Als besonderen Sommergast hatten wir einen Kometen am Himmel, Neowise, den man selbst mit bloßem Auge beobachten konnte. Wirklich ein sehr, sehr schöner Anblick. Der im Februar gestartete Solarorbiter entdeckte in bisher als sehr ruhig geltenden Sonnenbereichen sogenannte Nanoflares. Man hat sie Campfire genannt, auf Deutsch Lagerfeuer. Und ich bin mal gespannt, was dieser Orbiter noch etwa so in den nächsten Jahren entdecken wird. Er kommt der Sonne immer näher, macht aber so kleine Swinging Bys. Diese 77 Millionen Kilometer sind noch nicht der kleinste Abstand, den er dann einhalten möchte.
Und man möchte mit ihm vor allen Dingen herausfinden, warum im Kern der Sonne es mehrere Millionen Grad sind, die Oberfläche allerdings nur ein paar tausend Grad, die Korona aber dann wieder sehr heiß mit mehreren Millionen Grad. Mal sehen, ob der Orbiter das entdecken kann. Als im August diesen Jahres ein Stahlseil des berühmten Radioteleskops Arecibo brach, hatte man noch die Hoffnung, es retten zu können. Ein paar Monate später rissen erneut einige Seile. Und im Dezember brach es dann tatsächlich fast komplett zusammen. Pünktlich zur Wintersonnenwende am 21. Dezember trafen sich zwei Planeten, die wir schon den ganzen Sommer über beobachten konnten. Einmal unseren Ringplaneten Saturn und den größten Planeten unseres Sonnensystems, der Jupiter. Solch ein Zusammentreffen von Planeten am Himmel nennt man große Konjunktion. Und die beiden kamen sich an dem Tag so dicht wie vor 400 Jahren, das letzte Mal. Ein schönes Himmelsspektakel, was ich ehrlich gesagt auch gerne noch beobachtet hätte. Ich hatte ein paar Tage vorher Glück, nur leider um den 21. Dezember war das Wetter in Bremen mal wieder nicht schön und man hatte leider keine Sicht. Ich hoffe, euch hat der Jahresrückblick auf das astronomische Jahr 2020 gefallen und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr endlich unter der Kuppel im Olbers Planetarium wiedersehen können. Bis dann. Herzlich willkommen zu unserer kleinen astronomischen Jahresvorschau. Normalerweise machen wir die ja immer unter dem Sternenhimmel des Planetariums am Silvesterabend, aber aus bekannten Gründen ist das dieses Jahr nicht möglich. Trotzdem möchten wir Sie auf das ein oder andere Highlight am Himmel hinweisen. Und ich glaube, das astronomische Ereignis im nächsten Jahr wird die partielle Sonnenfinsternis am 10. Juni sein. Die partielle Sonnenfinsternis startet in Bremen um 11.26 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Gegen 12.30 Uhr ist dann das Maximum der Bedeckung erreicht. Dann sieht die Sonne aus wie ein angeknabberter Weihnachtskeks, der Bedeckungsgrad beträgt etwa 17%. Naja, und das Ganze ist dann gegen 13.38 Uhr auch schon wieder zu Ende. Das heißt, die Sonnenfinsternis dauert in Bremen 2 Stunden und 13 Minuten. Wenn Sie das Ganze etwas spektakulärer haben möchten, dann müssen Sie einen kleinen Ausflug planen in den Nordwesten Grönlands oder zum Nordpol. Da können Sie die Sonnenfinsternis dann sogar als ringförmige Sonnenfinsternis beobachten. Bitte schauen Sie niemals mit ungeschütztem Auge in die Sonnenfinsternis. Eine sichere Methode zur Beobachtung der Sonnenfinsternis sind solche Sonnenfinsternisbrillen. Der ein oder andere hat sie vielleicht noch zu Hause von der letzten Sonnenfinsternis. Ansonsten sind sie sicherlich auch im Vorfeld dieser Sonnenfinsternis wieder bei diversen Optikern erhältlich. Bitte niemals mit einem Fernglas oder einem Fernrohr ohne entsprechend sicherem Objektivfilter in die Sonne schauen. Ich bin mir sicher, viele Volkssternwarten werden wieder Beobachtungen anbieten und so sind auch Sie eingeladen, wenn das Wetter mitspielt, mit uns gemeinsam im Planetarium diese Sonnenfinsternis zu beobachten. Hier nochmal kurz zur Übersicht die Daten der Sonnenfinsternis, also 10. Juni über Bremen, 11.26 Uhr bis 13.38 Uhr. Drücken wir die Daumen, dass das Wetter mitspielt. Schon im Januar wird es am Himmel spannend. Denn gegen Ende Januar, so zwischen dem 19. und dem 29. Januar, kann man den flinken Planeten Merkur am Abendhimmel sehen. Am besten ist die Beobachtung wohl so um den 25., 26. Hier dreht er seine Schleife über dem Südwesthimmel. Die Beobachtung beginnt man am besten schon in der Dämmerung, das heißt, wenn die Sonne untergegangen ist, dahin schauen, wo die Sonne in etwa verschwunden ist. Und eine halbe Stunde später sollte man dort dann den flinken Planeten als kleinen leuchtend gelben Punkt am Himmel erkennen. In einem Fernrohr sind nicht besonders viele Oberflächendetails sichtbar, aber immerhin die Sichelgestalt, die ist auch bei Merkur in kleinen Teleskopen recht einfach zu erkennen. Neben der Sichtbarkeit des Merkurs bietet der Januar noch ein weiteres astronomisches Highlight, nämlich den Sternschnuppenstrom der Quadrantiden. Jedes Jahr um den 3. Januar herum kann man besonders viele Sternschnuppen sehen. Die Quadrantiden sind einer der sternschnuppenreichsten Ströme des Jahres, allerdings dieses Jahr leider stört der Mond, das heißt, man wird gar nicht so sehr viele Sternschnuppen sehen können. Von Bremen aus unter einem hell beleuchteten Himmel vielleicht 4 bis 5 pro Stunde, wenn sie allerdings ein bisschen draußen außerhalb der Stadt unterwegs sind, da kann man es mit etwas Glück schon auf 10 Sternschnuppen pro Stunde bringen. Zum Glück gibt es noch andere Sternschnuppenströme dieses Jahr.
Und der bekannteste Sternschnuppenstrom, das sind ja jedes Jahr im August die Perseiden. So ab dem 17. Juli bis zum 24. August kann man diese Sternschnuppen sehen. Allerdings, der Peak, der findet immer in der Nacht so um den 12., 13. August herum statt. Dieses Jahr sind wir da besonders glücklich dran, denn der Mond stört nicht. Und gerade die warmen Sommermonate bieten ja immer einen Ausflug in die Umgebung, ins Blockland an, um dort in Ruhe Sternschnuppen zu zählen. Wie Sie hier sehen, bieten die Geminiden immer die höchsten Fallraten im Jahr an. Leider stört dieses Jahr der Mond, so dass tatsächlich die Perseiden der ja am besten beobachtete Sternschnuppenschwarm des Jahres sein sollte. Im letzten Herbst kam uns der Mars ja besonders nahe. Und auch im nächsten halben Jahr ist er immer noch gut am Himmel zu finden. Besonders schön wird es, wenn er im ersten Jahresdrittel den Bereich zwischen den Sternhaufen der Plejaden und der Hyaden passiert. Nach für Nacht kann man beobachten, wie er das sogenannte goldene Tor der Ekliptik passiert, und ein paar Tage später gibt sich dann nochmal ein sehr hübsches Motiv, denn die schmale Mondsichel gesellt sich zum Mars. Sicherlich für Astrofotografen ein spannendes Motiv, und mittlerweile ist es ja möglich, sogar mit modernen Handys solche Aufnahmen zu machen. Sie können sich ja mal dran probieren. Wie gesagt, 19. März ein besonders schöner Himmelsanblick. Der Mars wird auch schon im Februar in den Fokus der Forschung rutschen, denn gleich drei Raumsonden sind aktuell auf dem Weg zu ihnen. Eine arabische, eine chinesische und eine amerikanische Sonde. Und ein ganz besonderes Highlight wird es dann nach der Landung im Februar geben, denn zum ersten Mal hat tatsächlich eine der Sonden eine Drohne dabei. Wir können uns das Ganze ja mal anschauen. Der Mars-Helikopter ist ein sogenannter Technologiedemonstrator. Man möchte einfach mal ausprobieren, ob man mit einer Drohne in der sehr, sehr dünnen Mars-Atmosphäre fliegen kann. Das ist für spätere Missionen sicherlich sehr interessant, denn die Mars-Rover haben uns viel über den roten Mars gelehrt, aber sind natürlich sehr, sehr unflexibel, sehr, sehr langsam. Solch eine Mars-Drohne, wenn sie denn funktioniert, die könnte einen ganz anderen Überblick bieten. Vor allen Dingen kann man mit solch einer Drohne auch weniger zugängliche Bereiche erreichen. Die Mars-Rover, die fahren ja immer auf sicherem Terrain. So eine Drohne könnte mal einen Berg hinauffliegen und möglicherweise Bodenproben von sonst nicht erreichbaren Stellen einsammeln. Das wäre sehr, sehr spannend für uns. Und im Februar, wie gesagt, soll das Ganze starten. Wir sind gespannt, ob das Ganze funktioniert. Sicher erinnern Sie sich noch alle an die enge Begegnung der Planeten Jupiter und Saturn am 21. Dezember 2021. Wir sprechen von einer großen Konjunktion. Auch im nächsten Jahr sind die beiden Planeten gut am Himmel sichtbar, am besten während ihrer Opposition im August. Allerdings sind sie schon ein ganzes Stück weiter auseinandergerückt, das heißt, man kann sie jetzt deutlich mit deutlichem Abstand voneinander sehen. Ein besonders hübsches Motiv ergibt sich übrigens am 21. August. Dann steht der fast volle Mond zwischen den beiden Planeten und die beiden Planeten können die ganze Nacht über beobachtet werden. Jedes Jahr findet im April ja die Juris Night statt. Dieses Jahr haben wir etwas ganz Besonderes zu feiern, nämlich ein Doppeljubiläum. Am 12. April 1961, also vor 60 Jahren, fand mit Yuri Gagarins Weltraumflug der erste bemannte Raumflug überhaupt statt. 20 Jahre später, am 12. April 1981, folgte dann der Jungfernflug der Columbia, des ersten Space Shuttles. Allerdings, beide Geschichten nahmen ein trauriges Ende. Yuri Gagarin stürzte am 27. März 1968 mit einem Flugzeug ab und die Columbia verglühte am 1. Februar 2003 bei ihrem 28. Weltraumeinsatz. Besonders spannend wird es im Herbst 2021. Mit Matthias Maurer startet dann der nächste Deutsche zur internationalen Raumstation ISS. Der Flug ist mit der Crew Dragon 3 von SpaceX geplant. Das Missionslogo hat er sich selber kreiert, wurde Cosmic Kiss genannt und erinnert ein bisschen an die Himmelsscheibe von Nebra, den Pioneer-Plaketten und den Voyager Golden Records und soll seine Liebe zur Raumfahrt symbolisieren. Maurer selbst ist promovierter Materialwissenschaftler und wird jede Menge Experimente dort oben durchführen. Natürlich werden wir auch diesen Start wieder verfolgen und vermutlich mit einem kleinen Live-Event im Planetarium feiern. Sie sehen, es lohnt sich auch im nächsten Jahr den Himmel im Blickfeld zu behalten.
Wir hoffen, bald wieder im Planetarium auch live für Sie vor Ort zu sein. Ansonsten informieren wir Sie regelmäßig über unsere Social-Media-Kanäle, über das, was aktuell am Himmel zu sehen ist. Ja, danke an Herrn Vogel für diese wunderbare Jahresvorschau. Ich komme jetzt zum Planetenwanderweg. Mein Name ist Alex und ich führe euch jetzt auf die kleine Reise hier vorm Planetarium, die ihr auch nachmachen könnt. Dafür kommt ihr einfach hier zu unserem Planetariumsaushang. Da seht ihr hier nämlich ein paar wunderbare Grafiken und eine Tabelle mit den genauen Meteranzahlen bis zu den nächsten Planeten. Starten müssen wir natürlich bei der Sonne, die befindet sich hinter mir und hat einen Durchmesser von 1,40 Meter. Im Original ist die 1 Milliarde mal größer, genauso wie auch die Meteranzahlen und die Größen der Planeten, die ich euch später auch noch zeigen werde. Nun, die Sonne befindet sich im Zentrum unseres Sonnensystems und ist wichtig für uns, da sie uns Licht und Wärme spendet. Ansonsten ist sie auch sehr groß und hält uns im Sonnensystem, alle Planeten halt. Der nächste Planet, zu dem wir jetzt kommen, ist der Merkur. Gehen wir doch einfach mal los. Ja, nach 58 Metern kommt natürlich unser erster Planet. Und wie ihr euch gemerkt habt, ist das der Merkur, der kleinste und schnellste Planet in unserem Sonnensystem. Der Merkur hat eine ungefähre Größe in unserem Maßstab von 4,8 Millimetern. Im Vergleich zu den 1,40 Meter, die die Sonne hat, ist das wirklich sehr klein. Der Merkur ist ganz interessant dadurch, dass er eine ungefähre Umlaufzeit um die Sonne von 88 Tagen hat, aber unserer Erdtagen, aber ein Tag auf dem Merkur dauert ganze 58 Tage. Das heißt, eine Seite heizt sich sehr stark auf und die andere kühlt sich sehr stark ab, sodass wir große Temperaturdifferenzen auf dem Merkur haben. So, 108 Meter entfernt von der Sonne befindet sich dann die Venus. Die Venus, der zweite Planet in unserem Sonnensystem, ist, naja, ebenfalls ein sehr lebensfeindlicher Planet, genauso wie der Merkur. Anders als der Merkur jedoch hat die Venus eine Atmosphäre. Das heißt, wir haben dort ungefähr dieselbe Temperatur ständig. Sehr hoch mit etwa 450 Grad Celsius. Ebenfalls sehr hoch ist der Druck auf der Venus. Die Venus ist so lebensfeindlich, dass sogar unsere Sonden, die wir dorthin geschickt haben, um auf der Venus zu landen, nur etwa 100 Minuten überlebt haben. Deshalb haben wir eigentlich auch nicht vor, die Venus zu kolonisieren. Die Venus wäre im Größenvergleich in unserem 1:1 Milliarde Maßstab etwa 12 mm groß. Etwa genauso groß wie die Erde. Naja, und zur Erde? Zu der können wir doch direkt einmal losgehen. So, bei dem lebensfreundlichsten Planeten sind wir nämlich jetzt angekommen. 150 Meter weit entfernt sind wir von unserer Maßstabssonne und eine Größe von 12,7 Millimetern haben wir jetzt. Naja, in der Realität wären das dann 12,7000 Kilometer. Die Erde ist der lebensfreundlichste Planet, da wir eine ungefähre Durchschnittstemperatur von 10 Grad Celsius haben. Perfekt für den Homo sapiens gedacht. So, beim vierten und letzten Planeten für heute zumindest sind wir nun angekommen. 228 Meter weit sind wir von der Sonne nun gereist in etwa 3 Minuten. Das heißt, naja, da das Licht 12 Minuten braucht zum Mars, haben wir etwa vierfache Lichtgeschwindigkeit erreicht. Der nächste Planet hiernach wäre der Jupiter. Der wäre etwa 600 Meter weiter. Dazwischen wäre noch der Asteroidengürtel. Wer die gesamte Strecke abgehen möchte, muss sich auf eine 4,5 Kilometer weite Strecke vorbereiten. Da wäre ein Rad vielleicht doch etwas einfacher. Naja, der Mars ist in der Raumfahrt ein sehr beliebter Planet, da er nah dran ist und lebensfreundlicher als die anderen Planeten ist. Auf dem Mars müssen wir trotzdem mit Sandstürmen, niedrigen Temperaturen und einer dünnen Atmosphäre rechnen. Ansonsten ist der Mars, naja, etwa halb so groß wie die Erde und hat sogar Spuren von Wasser und ist deshalb auch verrostet. Naja, wer diesen gesamten Planetenwanderweg vielleicht mal nachgehen möchte, kommt einfach mal zum Planetarium, schaut sich den Aushang an, fotografiert vielleicht die Tabelle sich ab und kann einfach mal losgehen. Dann kann man diesen Maßstab des Sonnensystems vielleicht etwas besser nachvollziehen und wie groß doch die Abstände zwischen den jeweiligen Planeten sind, vor allem zwischen den inneren und den äußeren. Ich übergebe jetzt an Verena, eine Mitarbeiterin des Planetariums, die jetzt euch etwas über die Idee unseres Mitarbeiters Herrn Dieter Vornholz was erzählt, nämlich wie man vielleicht Silvester mehrmals innerhalb eines Jahres feiern könnte. Wie das wohl geht, ich wünsche viel Spaß. Silvester fällt ja in diesem Jahr gefühlt aus. Keine Feiern, also auch kein Silvester-Special im Planetarium. Aber dafür wird nächstes Jahr doppelt gefeiert. Wer einer der Ersten sein will, der das neue Jahr erlebt, fliegt nach Samoa oder Kiribati. Kiribati ist zwar eines der größten Länder der Welt flächenmäßig gesehen, und jetzt noch Corona-frei,
Aber man sollte die Atolle auch rechtzeitig besuchen, denn wegen des Klimawandels und dem damit verbundenen Anstieg des Meeresspiegels wird Kiribati ab 2050 leider nur noch im U-Boot zu sehen sein. Allerdings kommt man dort schlecht hin und nur schlecht wieder weg. Und einfach doppelt feiern zählt nicht. Aber es gibt ja die Zeitzonen. Wenn man zum Beispiel in Paris ins neue Jahr gefeiert hat, könnte man doch theoretisch nach Mitternacht am 1.1. schnell nach London. Dort ist dann ja erst der 31.12. Tja, nun leider schafft man das weder mit dem Zug noch mit dem Flugzeug. Und die schnelle Concorde gibt es auch nicht mehr, die der Erdumdrehung davonfliegen konnte. Happy New Year, Miss Sophie! 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 Ja, aber wer will Silvester denn die ganze Zeit im Flugzeug verbringen? Deshalb ist Zeitzonenhüpfen wohl keine Option. Es gibt aber einen Ort auf der Erde, an dem man die Zeitzonen sogar zu Fuß in Minutenschnelle durchqueren kann. Am Südpol. Dort muss man nämlich nur im Kreis herumlaufen. Aber ob da richtige Silvesterstimmung aufkommt? Also eine andere Idee. Nicht nach Westen den Zeitzonen nachlaufen, sondern nach Osten über die Datumsgrenze springen. Wir suchen eine ordentliche Location für die erste Feier. Da bietet sich doch Sydney an. Der Platz vor der Oper ist am 31.12. angenehm warm. Da ist das Feuerwerk über der Harbour Bridge spektakulär. Wir feiern bis in die frühen Morgenstunden des 01.01.2021. Dann nehmen wir das Flugzeug der Hawaiian Airlines. Ab Sydney um 9.40 Uhr und nach 9 Stunden 55 landen wir in Honolulu. Entfernung 8160 Kilometer, Kurs 49 Grad. Während des Fluges können wir ausschlafen oder über die Datumsgrenze nachdenken. Dazu bietet sich das anspruchsvolle Buch von Umberto Eco, Die Insel des vorigen Tages, an. Oder der Klassiker von Jules Verne, In 80 Tagen um die Welt. Jules Verne hat seinen Lesern nur leider verschwiegen, dass der englische Gentleman Phileas Fogg seine Uhr 24 Mal um eine Stunde zurückgestellt hat. Nur auf diese Weise konnte er einen Tag gewinnen und so die ganze Wette gewinnen. Selbst Dagobert Duck hat über das Problem der Datumsgrenze in dem Band Die Insel am Rande der Zeit nachgedacht. Ja, nach der Ankunft auf Hawaii in Honolulu haben wir noch ein bisschen Zeit und können noch etwas Ordentliches essen. Da kann man nur Aloha sagen, wie auf dem Begrüßungsturm. Noch ein wichtiger Hinweis beim Buchen des Fluges mit Hawaiian Airlines. Nur nicht in die umgekehrte Richtung fliegen, sonst fällt Silvester leider schon wieder aus. Tja, es sei denn, man will das vielleicht so. Wem das alles zu teuer und kompliziert ist, der bleibt zu Hause und schaut sich das Silvester-Special am 31.12.2021 im Planetarium an. Um 19.20 oder 21 Uhr. Die gesamte Crew des Olbers Planetariums wünscht Ihnen ein frohes, gesundes und glückliches 2021. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns ab und zu im Planetarium besuchen, sofern das wieder möglich ist. Bleiben Sie gesund, bis demnächst unter der Planetariumskuppel.